Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Recover-It. Mein Name ist Tanbai und im heutigen Video werde ich zeigen, wie man beschädigte MP4-Dateien reparieren kann. Egal, ob man sich viele Videodateien ansieht oder nicht, es ist eventuell schon mal vorgekommen, dass sich die Videodatei einfach nicht öffnen lässt. Das bedeutet, dass es möglich ist, dass die Datei beschädigt ist. MP4 ist eines der am häufigsten vorkommenden Videoformate und meistens taucht das Problem bei MP4-Dateien auf. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum sind MP4-Dateien manchmal beschädigt? Als erstes sollte man verstehen, dass die Datei eventuell fehlerhaft oder beschädigt ist, wenn sie sich nicht öffnen lässt, logischerweise. Die Gründe dafür könnten folgende sein. Virus- oder Malware-Probleme mit dem Computer, Handy, Internet und so weiter. Der MP4-Datei-Header oder die Dateierweiterung ist eventuell beschädigt. Oder die Datei wurde eventuell beschädigt, als sie von einem Herkunftsort zu einem anderen kopiert wurde. Es kann auch sein, dass das Netzwerk unterbrochen wurde oder die Datei wurde gelöscht während des Downloads oder des Kopierens. Es kann auch etwas mit Dateikomprimierung, Bearbeitung, Überarbeitung oder Verarbeitung zu tun haben. Oder etwas kann schiefgegangen sein während der Dateiverarbeitung oder als das Format geändert wurde. Oder es handelt sich um unzuverlässige Software, um die Videodatei zu bearbeiten. Aus all diesen Gründen könnte eine MP4-Datei also beschädigt sein. Kann diese dann aber auch wieder repariert werden? Die Antwort ist ja und man muss sich eventuell noch nicht mal zusätzliche Software herunterladen. Wie repariert man nun also beschädigte MP4-Videodateien? Manchmal kann es helfen, sich die Datei einfach nochmals herunterzuladen, eventuell den Player schließen und wieder zu öffnen oder sogar den Computer neu zu starten. Es kann sein, dass die Datei dann funktioniert. Wenn diese Methoden jedoch nicht funktionieren, die MP4-Videodatei zu reparieren, was kann man dann tun, um sie zu reparieren? Hier sind drei verschiedene Methoden, die man versuchen kann. Methode 1. Die beschädigte MP4-Videodatei mit dem VLC-Videoplayer reparieren. Die erste Option ist also, die beschädigte MP4-Datei mit dem VLC-Videoplayer zu reparieren. Man kann folgendes versuchen. Schritt 1. Den VLC-Player öffnen und dann oben links auf Medien klicken, wie man hier gerade sehen kann, und dann auf Konvertieren bzw. Speichern klicken. Schritt 2. Ein neues Fenster wird sich öffnen und dort kann man das beschädigte Video hinzufügen. Dann auf Konvertieren bzw. Speichern, wie man hier gerade sehen kann, drücken. Schritt 3. Der Datei einen Namen geben und dann auf Starten klicken. Dies wird die Datei in eine AVI-Datei umwandeln. Jetzt nochmals den VLC-Player benutzen und dann auf Werkzeuge und dann auf Einstellungen klicken, wie man hier gerade sehen kann. Schritt 4. Immer korrigieren, neben defekte oder unvollständige AVI-Datei klicken und dann speichern. Schritt 5. Jetzt kann man versuchen, die Datei erneut abzuspielen und es könnte jetzt eventuell sein, dass es klappt. Falls dies nicht funktioniert, könnte das bedeuten, dass der Schaden schwerwiegend ist. Man kann jedoch noch etwas mit dem VLC-Player versuchen, um die Datei zu reparieren. Methode 2. Die Videodatei ersetzen. Schritt 1. Eine Kopie der MP4-Datei machen und diese dann als AVI-Datei abspeichern. Schritt 2. Den VLC-Player öffnen und dann auf Werkzeuge und dann auf Einstellungen klicken. Schritt 3. Auf Eingang bzw. Codex klicken und dann immer korrigieren neben defekte oder unvollständige AVI-Datei. Dann versuchen, die Datei abzuspielen und einfach sehen, ob es jetzt funktioniert. Methode 3. Die Datei mit einem professionellen Video-Repair-Tool reparieren. Falls die bisherigen Methoden nicht funktioniert haben, kann man ein professionelles Video-Repair-Tool versuchen. Es gibt hier nun mehrere Möglichkeiten. Wondershare Video Repair wird jedoch empfohlen. Diese Software ist erhältlich für Windows und Mac und man kann eine Reihe von Dateiformaten reparieren. Ich zeige jetzt, wie man eine MP4-Datei ganz einfach reparieren kann. Schritt 1. Wondershare Video Repair öffnen. Das heißt also im Klartext, sich die Software herunterladen, installieren und dann öffnen. Schritt 2. Die beschädigte Datei hinzufügen. Jetzt kann man entweder hier in der Mitte klicken oder man kann hier unten klicken und so die beschädigte Datei hinzufügen. Nachdem man die Datei hinzugefügt hat, wird man Namen und so weiter hier sehen. Schritt 3. Das Video reparieren. So, jetzt kann man hier unten ganz einfach auf Reparieren klicken und je nach Größe der Datei wird die Reparatur einige Minuten dauern. Danach kann man sich das Video dann ansehen und abspeichern. Schritt 4. Das Video speichern. Man kann sich die Videodatei dann ansehen, indem man den Play-Knopf drückt, der jetzt hier gerade zu sehen ist. Und wenn man zufrieden ist, dann kann man die Datei einfach abspeichern.
Falls die Datei noch immer noch nicht funktioniert, kann man Wondershare's Advanced Video Repair Tool versuchen oder auf Deutsch erweiterte Reparatur. Und so wird das gemacht. Schritt 1 ist also erweiterte Reparatur. Das heißt, man kann einfach auf erweiterte Reparatur klicken, wie man hier gerade sehen kann. Und dann kommt Schritt 2, ein Sample-Video hinzufügen. Einfach auf das Ordner-Symbol, das man hier gerade sehen kann, klicken und ein Sample-Video hinzufügen. Dann nochmals auf Reparieren klicken und warten, bis es fertig ist. Schritt 3, das Video abspeichern. Das Video dann einfach zum Schluss abspeichern und hierbei ist es wichtig, dass man die Datei nicht an demselben Ort abspeichert, an dem die Originaldatei ist. Aus dem Grund, weil das Video dann so verloren gehen könnte. Und das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, diese Methoden haben geholfen, die MP4-Videodatei zu reparieren. Falls es noch Fragen gibt, bitte einfach unten einen Kommentar schreiben. Und auch bitte abonnieren, wenn dir dieses Video gefallen hat. Das war's für dieses Video. Bis bald!